Ja, hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute was erzählen und zeigen. Ich möchte mir die Augen schminken und zwar so, als hätte ich eng stehende Augen. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu beachten. Hat man eng stehende Augen, dann ja, gibt es ein paar gute Tipps, dass die Augen so ein bisschen, dass das ein bisschen kaschiert wird, dass die Augen nicht mehr so aussehen, als wenn sie zu eng aneinander stehen. Du kannst da ja nämlich auch Feder machen und dann betonst du das sogar noch. Und darum soll es heute gehen. So, ich werde mir mal so ein Haarreif ins Haar machen, damit man das dann auch besser sieht. Und zwar genau. Ist es wichtig, bei eng stehenden Augen auf die Augenbrauen zu achten. Bei eng stehenden Augen dürfen die Augenbrauen nicht zu weit nach innen gehen, ne? Dann würden die Augen noch enger aussehen. Es ist wichtig, dass die Augenbrauen hier vorne anfangen mit dem inneren Augenwinkel. Ne? Hier so. Gut, ich habe mir einen kleinen Augenbrauenstift hingelegt. Genau. Also, ihr fangt nicht zu weit vorne an, sondern ihr malt euch die Augenbrauen so ab dem Augeninneren. Wenn die Augenbrauen zu weit nach innen wachsen, wegzupfen oder rasieren halt und dann den Rest halt hier, ne? Ihr geht dann hier lang, hier soll die höchste Stelle sein. Und dann nicht zu weit runtergehen, das macht einen traurigen Blick. Ja? So. Hier genauso mit dem inneren Innencorner oder wie sagen die Leute immer dazu? Ja, also mit dem inneren hier, ne? Mit dem Augenwinkel, wo das hier anfängt, das Innere hier. Hier fangt ihr an, euch die Augenbrauen so ein bisschen zu betonen. Wie gesagt, hier soll die höchste Stelle sein und dann nicht so runtergehen, zu so doll, sondern so ein bisschen nach hinten bis zum äußeren Augenwinkel. Das ist so mit der wichtigste Tipp bei eng stehenden Augen, die Augenbrauen. Ganz wichtig halt, dass die nicht zu so weit nach innen gehen. Ne? Und ich habe zwar keine eng stehenden Augen, das erkennt ihr daran, eng stehende Augen, wenn euer Auge so eure Länge vom Auge nicht genau noch mal dazwischen passt, dann habt ihr eng stehende Augen. Na? Also ja, normaler Augenabstand ist, wenn genau ein Auge zwischen eure beiden Augen noch mal passen würde. Okay, also einmal wisst ihr jetzt, das Wichtigste sind die Augenbrauen, dass die wirklich mit dem inneren Augenwinkel hier mit dieser Stelle nach oben zusammenpassen. Na? Also nicht die Augenbrauen zu weit nach innen malen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann beim Schminken könnt ihr auch noch mal was beachten. Da fange ich einfach mal an. Ich schminke mir jetzt mal die Augen und dabei erzähle ich euch dann, worauf ihr achten solltet. Gut, erstmal werde ich ich nehme diese Palette hier von Essence. Diese schöne Palette. Und werde diesen hellen Ton erstmal nehmen, um das Augenlid zu setten. Dieser Seite dann auch gleich. Machen wir beide gleichzeitig. Ich finde, das ist immer am einfachsten. Ich habe ja jetzt mal ausprobiert, erst ein Auge, dann das andere. Da musste ich dann echt so ein bisschen überlegen, ha? Wie hatte ich das genau gemacht? So finde ich, kriegt man das dann immer am besten hin. Gut. Jetzt könnt ihr dann hier unten ganz normal euch was aussuchen. Was nehmen wir heute mal? Ich mag ja diesen Ton ganz gerne. Na, der heißt, da steht ja was, Power. Den mache ich mit dem Finger, weil das ist so ein Schimmerton. Und da gehe ich ganz einfach hier mal so. Bis zum äußeren Winkel. Also ne, bis zum über die Hälfte des Auges. Denn das, was jetzt gleich hinten kommt, das ist wichtig, wieder bei eng stehenden Augen, das, was ihr beachten müsst. Oder solltet, wenn ihr das ein bisschen kaschieren wollt,
Da werde ich mal, nehme ich einen dunklen Ton. Ja. Ich werde mal diesen ausprobieren, den hatte ich noch nie. Wichtig ist nämlich dann den hinteren Bereich etwas dunkler zu schminken. Da gehe ich jetzt hier mal so rauf. Das hintere Drittel etwas dunkler zu schminken. Na? Und dann mache ich natürlich mein Schlupflied gleich mit kaschieren. Dann gehe ich einmal noch hier so. So, dann nehme ich einen kleinen runden, also der ist so richtig rund, und gehe in diesen dunklen Ton hier. Der heißt, warte mal, falsch rum, Spell. Also in diesen Ton gehe ich. Bisschen abklopfen, darf nicht zu doll sein, um das noch mal ein bisschen dunkler zu machen hier. Und damit mache ich mir immer gerne ein Dreieck. So ein ganz kleines Dreieck hier hin. Und ich finde, das sieht man schon richtig, das nimmt die Augen so ein bisschen auseinander, ne? Dass sie nicht mehr so eng stehen. Gut, meine sind jetzt fast ideal. Ich würde sagen, sie sind für auf jeden Fall nicht eng stehen, wenn überhaupt eher etwas weiter auseinander, ne? Aber ich wollte euch das halt gerne zeigen und da ich niemanden kenne, der eng stehende Augen hat, also in meinem Bekanntenkreis, außerdem sind die alle schüchtern, die würden sich ja auch nicht vor der Kamera zeigen, mache ich das jetzt einfach bei mir, denn die Technik ist ja wichtig und nicht jetzt unbedingt das Model, ne? Gut. Aber man sieht es ja trotzdem, ne? Das zieht auseinander. Wichtig halt, wie gesagt, am allerwichtigsten die Augenbrauen, wenn die nämlich zu weit nach innen gehen. Die wachsen ja bei manchen weiter rein. Und wenn man das nicht korrigiert, dann wirken die Augen noch enger. Und so finde ich, ja, macht das schon ganz, ganz viel aus. Und das würde eigentlich auch schon reichen. Jetzt, um eng stehende Augen ein bisschen weiter auseinander zu optisch auseinander zu ziehen. Ne? Sieht man, glaube ich, auch ganz gut, wie viel das ausmacht. Ne? Wenn das Außen dann noch mal dunkel ist, wenn die Augenbrauen erst ab dem betont werden, ab dem inneren Augenwinkel hoch. Ne? Wenn sie sehr weit nach innen sind, würde ich sie sogar hier noch ein bisschen wegzupfen. Aber ich habe sie sowieso so, dass sie so anfangen mit der Nasenwurzel. Ne? Das ist bei normalen Augenabstand auch ideal und noch ein bisschen mehr auseinander, wenn du eng stehende Augen hast. Aber sehr, sehr vorsichtig sein. Sieht auch komisch aus, wenn die Augenbrauen hier zu kurz sind. Deswegen würde ich euch empfehlen, die Augenbrauen, wenn ihr nicht von Natur aus sehr dunkle habt, die einfach erst ab dem inneren Augenwinkel zu betonen, anzumalen, zu schminken. Ne? Gut, jetzt will ich oben noch mal einen hellen Ton machen. Nämlich diesen, genau, den puscheligen und mache hier oben einfach nochmal hell und hier hell. Also im inneren Augenwinkel hell bleiben und nach außen hin dunkel. Na? So könnt ihr wunderbar eng stehende Augen kaschieren. Supi. So sieht das jetzt aus. Jetzt nehme ich mir mal noch ein Kajal. Und einen dunklen. Ich habe hier so den Spiegel daneben und ich will mir auch das Augeninnere hier nochmal hell machen. Also die Wasserlinie. Da gehe ich nochmal mit dem hellen Farbton rein. Das mache ich gerne, damit die Augen ein bisschen größer aussehen.
So. Sieht ein bisschen offener aus. Gut, dann gehe ich mit diesem Kajalstift, der ist übrigens schwarz jetzt, auch hier außen ungefähr bis zur Mitte. Na, das kann ruhig nach hinten ein bisschen dicker werden und nach vorne immer dünner. Oben werde ich jetzt auch nur bis zur Hälfte gehen. Ganz dünn werden und nach hinten etwas dicker. Kannst du auch noch mal so einen kleinen Wink zeichnen, wenn du möchtest. Das ist ja Geschmackssache. Mache ich immer gerne. Und hier halt auch, ne? Nur außen bis zur Hälfte. Und oben auch. Mit einem kleinen Wink. Nehme ich mir noch mal den Puschligen und verblende das hier noch ein bisschen. Dann Wimperntusche. Dann nehme ich ja immer gerne von Catrice Glam and Doll. Na, den finde ich ja ganz toll. Der macht so schöne, volle, lange Wimpern. Das ist immer der Abschluss, ne? Die Wimpern, das ist das i-Tüpfelchen, finde ich, beim Augen-Make-up, ne? So. Ich habe heute eine neue, wie heißt das hier? Foundation ausprobiert. Die habe ich gestern allerdings auch schon einmal aufgetragen und heute habe ich davon zu viel genommen. Und das war, ja, sieht ein bisschen scheckig aus. Leider habe ich nicht die Zeit, jetzt das nochmal abzuschminken, weil wir gleich nochmal los wollen mit unserem jüngeren Sohn. Heute ist Sonntag und sonntags fahren wir dann immer zum Übungsplatz Autofahren. Denn nächste Woche hat er Prüfung. Ich hoffe, er packt das gleich, dass er dann nicht nochmal Stunden nehmen muss. Er ist nämlich sehr, sehr aufgeregt vor jeder Fahrstunde, ne, so mit dem Fahrlehrer daneben, obwohl er echt schon, finde ich, sehr gut fährt. Und der Fahrlehrer sagte das ja auch, deswegen hat er ihn ja auch angemeldet und er meinte auch, wenn du nicht so aufgeregt wärst, dann wäre das noch mal besser. Na, mal sehen, wie er das nächste Woche meistert. Deswegen gehen wir heute noch mal fahren. Je mehr er ja fährt, umso mehr Routine kommt da rein, dass er vielleicht dann nächste Woche hoffentlich nicht ganz so aufgeregt ist. So, Wimpern sind getuscht und jetzt na, sieht man das doch, dass die Augen gleich aussehen, als wenn sie weiter auseinander stehen. Alleine dadurch, dass du das hier hinten dunkel gemacht hast und die Augenbrauen eben so betont hast, dass sie erst ab dem Innenwinkel hier betont sind. Na? Gut, das ist das. Jetzt muss ich mich natürlich noch zu Ende schminken. Was nehme ich denn mal? Das Augen-Make-up ist ja recht dezent. Ich nehme heute mal diesen roten Lippenstift. Ich weiß gar nicht. Oha. Den hatte ich im Tauschpaket mit Heike. Na, das ist so ein kleiner Probe-Lippenstift. In Rot von. Das dürft ihr auch nicht zu weit nach innen machen. Sonst habt ihr immer diese Flecken auf den Zähnen. Ne? Da muss man auch aufpassen. Das war dieser kleine. Lässt sich schwer auftragen. So ein trockener. Von Karl Lagerfeld. Dieser kleine süße Lippenstift. Ja, muss man ja auch mal ausprobieren dann. Ne? Gut, ein bisschen Rouge. Ich mache heute nicht zu viel. Also kein Bronzer oder so. Einfach nur noch ein bisschen Rouge und dann reicht mir das auch.
nichts großartig vor. Ja. Und ich habe gedacht, ich wollte euch unbedingt mal zeigen, wie man eng stehende Augen schminken kann und das kaschieren kann. Da hatte ich so Lust drauf, schon ziemlich lange. Und irgendwie war dann immer was anderes dazwischen gekommen. Ein Haul oder ein Tauschpaket. Aber nun, heute habe ich es geschafft. Das freut mich. Und jetzt, so, ich mache hier immer noch ein bisschen. Hier nochmal so rüber. So. Das ist jetzt das Make-up für engstehende Augen und dann macht man sich die Haare wieder, wie man die haben will. Und fertig ist das, ne? Und ja, ich hoffe, dass das Video vielleicht für den einen oder anderen hilfreich ist und dass ihr Spaß an dem Video hattet. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich auch über ein Abo. Ich habe noch viele Ideen, was ich noch gerne zeigen möchte und freue mich natürlich, wenn es gerne angenommen wird oder ne? Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.